In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist ARD-Korrespondentin Birgit Firnig. Bislang wurde von der Bevölkerung dort ja kaum Kriegsangst geäußert. Hat sich das in der Zwischenzeit geändert? Nein, also hier versucht man in Kiew vor allem auch junge Leute, die hier am Wochenende noch bei den Gedenkfeiern waren rund um den Maidan, wo man der himmlischen Hundertschaft quasi, dem 100 Aktivisten, die seinerzeit auf dem Maidan gestorben waren, gedacht haben. Die sagen alle, dass sie weiterhin die Ruhe bewahren. Man will sich dem Psychoterror entziehen, weil man nicht davon ausgeht, dass Russland vor allem die Hauptstadt, die ukrainische Hauptstadt, erstürmen würde, weil man zweifelt hier, dass Russland überhaupt einen Nutzen daraus ziehen könnte. Hier geht man eher von einer Cyberattacke aus. Das hat man in den letzten Tagen ja auch gesehen. Da wurde die Seite des Verteidigungsministers lahmgelegt und auch Seiten von verschiedenen staatlichen Banken. Aber denken denn die Menschen, dass es grundsätzlich noch eine diplomatische Lösung gibt? Natürlich hofft man hier auf die große Diplomatie, aber man ist natürlich auch so ein bisschen leidgeprüft. Also der Minsker Prozess, die Verhandlungen im Normandie-Format, die haben natürlich auch hier gerade in Kiew viel den Menschen abverlangt, viel Geduld, wenn man so will. Hier hat man große Sorge, was die diplomatischen Fortschritte angeht. Man guckt mit großer Sorge vor allem auch in den Osten, denn dort nehmen die Angriffe zu, die Gefechte. Heute ist zum Beispiel im russischen Fernsehen berichtet worden über einen Granateinschlag an einem Grenzposten in der Nähe von Rostow. Das ist auch hier natürlich, das wird auch hier aus der Ukraine heraus beobachtet. Das ist die große Sorge der Ukraine die ganze Zeit, dass Russland einen Vorwand quasi konstruiert, um dann eingreifen zu müssen. Und wir haben ja auch aus den letzten Tagen die Bilder gesehen von den Menschen, die eben aus den Separatistengebieten rund um Donetsk und Luhansk herausgebracht werden. Also das ist die große Sorge hier. Außerdem weiß man natürlich, bekommt man hier natürlich auch mit, dass Russland den eigenen Sicherheitsrat zusammenberufen hat. Und das sind keine guten Zeichen. Peskow, der Kreml-Sprecher, spricht von einer besorgniserregenden Lage, einer sich ständig verschlechternden Lage im Osten. Und die ukrainische Regierung fordert ja schon jetzt, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Worum geht es da konkret? Also sagen wir so, Washington und Brüssel lassen sich ja nicht ganz in die Karten schauen. Da gibt es natürlich Szenarien. Das Denkbarste sind natürlich ganz klare Sanktionen gegen kremlnahe Oligarchen. Viele von denen leben in Großbritannien. Boris Johnson hat sich bislang immer zurückgehalten, aber er wird jetzt auch lauter und fordert diese Sanktionen oder droht mit diesen Sanktionen. Dann geht es natürlich auch darum, dass vielleicht die Aufnahme von ausländischem Kapital erschwert werden könnte für Öl- und Gasgesellschaften russische. Das wäre schlimm, aber die eigentliche, wenn man will, finanzielle Atombombe wäre, wenn man Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT ausschließen würde. Das würde dann komplette Geldströme nach Russland und aus Russland heraus erschweren bzw. komplett blockieren, lahmlegen. Das wäre dann etwas, was natürlich ganz massiv wäre für die russische Wirtschaft. Und es gibt natürlich auch noch den Technologiesektor. Da ist auch quasi ein Ausfuhrverbot, vielleicht für bestimmte technologische Produkte, wenn man so will. Das wäre auch denkbar. Alles das ist quasi auf dem Tisch. Man weiß es nicht so genau. EU-Kommissarin Ursula von der Leyen hat ja gestern noch mal davon gesprochen, das, was da angedacht ist, würde Russland massiv schaden. Nun hat ja die Bundesregierung allen deutschen Staatsbürgern dringend geraten, die Ukraine zu verlassen. Was bedeutet das eigentlich für Sie als Korrespondentin und Ihre Arbeit? Ja, Sie müssen wissen, bei uns ist es ja so, wir als Journalisten, das ist ja unser Job. Wir gehen in die Gebiete rein, die andere verlassen sollen. Also sprich ja auch beim Hochwasser beispielsweise. Wir gehen ja dann dahin, um zu berichten. Hier in dem Fall ist es so, dass die Bundesregierung natürlich sich um die Zivilbevölkerung nicht kümmern könnte in einem Ernstfall. Das heißt, alle Menschen, die eben nicht hier sein müssen, sind aufgefordert, das Land zu verlassen. Bei uns ist es so, dass wir natürlich im Hintergrund mit Sicherheitsberatungsfirmen in Kontakt stehen. Wir wissen ganz genau, was dann in einem Ernstfall zu machen ist. Und wir werden dann natürlich auch genau
zum richtigen Zeitpunkt agieren und sind da, stehen da quasi mit eben diesen Beratern in engstem Kontakt und stimmen uns da ab, auch mit anderen internationalen Fernsehgesellschaften beispielsweise. Danke, Birgit Firnig in Kiew.